Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier heute zu unserer kleinen Tour in Dülmen. Wir sind hier im Naturpark Dülmen unterwegs. Wie man sieht, zu Fuß, kleine Wanderung, haben uns getroffen hier mit dem Jörg und der Peter vom Kanal Black Max ist auch mit dabei. Und wir gehen hier ein bisschen spazieren, so 15 bis 20 Kilometer Wanderung. Und der Sinn des Ganzen ist eigentlich die Geschenkeübergabe. Ich habe ja Weihnachtsgeschenke verlost und der Jörg hat auch was gewonnen. Da kommen wir dann gleich noch zu. Ich habe den Rucksack vollgepackt hier heute. Unterwegs noch ein bisschen kochen, ein bisschen was machen für die beiden. Für mich natürlich auch. Und ach, hatte ich was vergessen. Cleo ist auch mit dabei hier. Das ist der Hund vom Jörg. Und wir müssen ein bisschen üben. Beziehungsweise ich muss üben hier für unser Vorhaben im Februar. Die meisten von euch werden es noch gar nicht wissen. Wir machen ja das perfekte Outdoor-Dinner mit mehreren YouTubern und bin ich auch schon ganz gespannt, wie das wird. Jedenfalls müssen wir ein bisschen üben. Darum wird das unterwegs auch immer wieder fleißig ein bisschen was zubereiten in der Kleinigkeit. Heute auch. Es wird auch gar nicht lange quatschen. Hier ein bisschen Eindrücke aus der Natur. Naturpark Dülm. Auf geht's. Ja, wir stellen gerade fest, wir sind hier richtig schön bunt unterwegs hier heute Morgen. Ist ja auch ein bisschen diesig, so können wir auch nicht verloren gehen, ne? Wenn mal einer irgendwie vom Weg abkommt hier. Und zu meiner Rechten, muss ich mir überlegen, das ist dann im Bild bei euch ja auch rechts, ja, wahrscheinlich schon, ist halt der Jörg. Jörg wohnt hier in Dülmen. Bin ich wunderschöne Gegend, kenne ich vom Radfahren ja auch. Bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier heute zu sehen bekommen. Ich war heute Morgen noch ganz optimistisch, da war es ja richtig sonnig. Und wenn der Peter nicht so getrödelt hätte, wir hatten ein paar Anreiseprobleme hier. Er musste erstmal einen fahrbaren Untersatz irgendwie noch flott machen. Wir mussten auch ohne mit einem ungeheizten Auto kommen. Reichweitenangst. Ein Auto nicht geladen. Ja, ja, so ist das. Ich musste halt da ein Elektro-VW nehmen, ne, weil der Tesla ist unterwegs. Meine Frau hat ihn beschlagnahmt heute. Das sind Probleme hier. Ne? Leider Elektro-VW genommen. Naja, na, egal, wir sind ja angekommen. Hast mich ja mitgenommen, danke dafür. Aber immer noch CO2-neutral. Immer noch CO2-neutral, genau. Mit eigenem Strom vom eigenen Dach. Von daher gibt es da auch nichts zu meckern. Ja, wie gesagt, der Grund ist ja auch der Tour hier heute, dass ich dem Jörg sein Geschenk überreichen möchte. Der hat ja gewonnen bei der Tipi-Toppi Weihnachtsverlosung am letzten Mittwoch bei mir im Livestream. Ein Schloss. Und genau, ein Schlossgewinner. Und das habe ich natürlich auch dabei. Da muss ich mal gucken, dass wir gleich schon irgendwann die Übergabe machen. Dann brauche ich da uns nicht mehr so rumbuckeln hier. Ich habe ja 10 Kilo im Rucksack, habe ich euch gerade schon erzählt, was da drin ist. Ihr beiden wisst das noch nicht. Und ja, schauen wir mal. Hast du ein ganzes Schloss gewonnen? Ja, Alter, ein ganzes Schloss. Inklusive Einrichtung. Da habe ich einen rausgehauen, wa? Boah, ganzes Schloss. Guck mal, Peter, kennst du die? Da sind noch mehr schwarze Schafe. Mehr schwarze Schafe? Nein, da sind noch mehr schwarze Schafe. Noch mehr schwarze Schafe? Ja. Also, mehr schwarze Schafe. Mehr schwarze Schafe, glaube ich nicht. Mittlerweile Kilometer 4 und wir haben gerade die Landesgrenze überschritten, sozusagen, nein, die Landkreisgrenze vom Kreis Coesfeld jetzt hier in den Kreis Recklinghausen, also hier strammer Fußmarsch Richtung Ruhrgebiet, aber soweit werden wir heute nicht laufen. Aber kommen jetzt auch in landschaftlich ein bisschen ansehnlichere Gegend jetzt hier, also aus dem reinen Wohnbebauung raus und mal kurz ein bisschen Herbstwald einfangen hier auch für euch mit der Kamera. Und ja, wie gesagt, diesig. Drohne ist im Rucksack, muss ich mal gucken. Ist jetzt hier gerade Naturschutzgebiet, hier darf ich ja nicht fliegen, aber zwischendurch immer wieder Flecken, wo es auch erlaubt wäre. Ob es überhaupt Sinn macht, das Ding hier heute auszupacken. Und dann schauen wir mal. Ne? Hatte ich ja gerade noch erwähnt, jetzt auch noch kochen. Und ein Grund auch für die Tour heute hier ist mit dem Jörg. Wir laufen zusammen den Mammutmarsch in Hamburg, 42 Kilometer. Der Jörg hat bisher immer nur 30 Kilometer Märsche gelaufen, das wird sein längster dann bisher werden. Und da müssen wir auch ein bisschen in Bewegung bleiben jetzt hier im Winter und ein bisschen Kilometer machen, ne? Dass die Beinchen das dann auch dann wollen im Februar, dass es was wird. Musik.
Freunde, Cleo ist übrigens 2 Jahre und genau 4 Monate alt und ist ein großer Schweizer Sennenhund. Die kleine Version davon. Ist das rassebedingt oder fällt Cleo klein aus? Fällt klein aus. Ja, aber klasse, ne? Du wirst mir auch gefallen, doch. Ja, ein gutes Paar, Peter, oder? Schweizer Sennenhund für mich, ja. Ja. Sehr gut. Ja. Toll. Machen wir weiter? Was meinst du? Komm. Ganz schön rutschig hier heute Morgen auf den Holzplanken hier auf der Brücke. Muss ich hier aufpassen. Mittlerweile sind wir jetzt hier 7 Kilometer unterwegs und wir kommen der Natur immer näher. Jetzt geht es hier in den Wald. Aber echt eine wunderschöne Strecke, die der Jörg da vorbereitet hat. Und insgesamt werden das so um die 20 Kilometer werden heute. Also haben wir so ein Drittel. Das ist für mich auch immer ganz toll, wenn man Leute besucht in deren Gegend, wo die halt zu Hause sind, was die halt so kennen, was die einem zeigen können und was sie teilweise auch vorbereiten. Was der Jörg jetzt hier im Wald vorbereitet hat, ist ja, ich bin tippitoppi, das ist also, Leute, schaut selbst. Tagelange Arbeit war das. Jede Kugel einzeln in den Wald geschleppt. Ja, nee, klasse. Das hängt natürlich sowieso hier, aber wahrscheinlich nicht das ganze Jahr, ne? Ja. Nicht extra für uns jetzt hier. Doch, echt, das hängt das ganze Jahr, ja. Aber auf keinen Vandalismus, ne? Es ist ja da. Genau. Finde ich klasse, ne? Dass so die Bekloppten hier nicht vorbeikommen. Sehr schön. Oh, hier, Peter. Ach, herrlich. Nur der BVB. Da schauen wir uns ein bisschen um, ne, was es hier zu sehen gibt an Weihnachtskugeln. Und wenn nicht hier im Weihnachtswald, Freunde, wo ist dann die beste Gelegenheit hier, dem Jörg das gewonnene Weihnachtsgeschenk zu übergeben? Der eigentliche Grund ja auch für die Tour hier heute. Jörg hat ja das Schloss gewonnen für die Fahrradtaschen von Falkenthal, beziehungsweise die passen ja an alle Fahrradtaschen dran, dass man die am Gepäckträger verriegeln kann. Dieses, ich habe vergessen, wie es heißt, Quicklock-Schloss, blende ich auch nochmal eben kurz hier ein. Und ja, nochmal herzlichen Glückwunsch. Und ich habe das noch ein bisschen weiter verpackt hier, nicht in Karton, sondern in der wiederverwertbare Verpackung. Eine schöne Electric Devils Tasse hast du noch nicht. Genau, habe ich noch nicht. Und Dankeschön. Ja, bitteschön, gerne. Und ich hoffe, du hast Spaß an beidem. Ne? Das, die Tasse kann ja praktisch schon fast zum Einsatz kommen, du hast schon alles vorbereitet, sehe ich gerade. Weil der Jörg hat nämlich Glühwein mitgebracht. So. Und ich muss aber eben noch meine Tippitoppi-Tasse rausholen und dann gibt es hier lecker Glühwein. Genau. Ja, und viel Spaß mit dem Schloss. Dankeschön. Bitteschön. Dankeschön, kann ich gut gebrauchen. So. Holst du deine eigene Tasse, dann ja. Kippen wir das hier um. Tippitoppi-Tasse. Nein, du nicht. Dankeschön. Kannst du auch merken, so ein bisschen was da. Ich habe natürlich hier meine Tippitoppi-Tasse dabei, ne?
Ja, liebe Leute, nachdem wir jetzt ja für unsere E-Bike begeistern sozusagen die Nextcrete Devils vor gut einem halben Jahr ins Leben gerufen haben, jetzt für die Wanderbegeisterten auch die Walking Devils sozusagen, so als Späßchen, haben wir uns auch eine Mütze machen lassen. Wie heißt Peter, nee, hast du auch eine Mütze bekommen eigentlich? Nein, hast du gar nicht. Nein. Hast du irgendwas bekommen überhaupt von mir? Ein Shirt, ne? Von der Walking Devils. Walking Devils Shirt. Nein. Habe ich dir kein Walking Devils Shirt geschenkt? Nein. Vielleicht hast du das in die Geburtstagsdose reingepackt. Nee, weil ich habe ja extra eins aus Trikotstoff machen lassen auch. Also das ist ein bisschen, gerade zum Laufen auch. Weil die Electric Devils T-Shirts, hier Baumwolle, ja gut, ist halt ein T-Shirt, ne, aber nicht unbedingt jetzt so geeignet, wenn man sich da sportlich verausgabt. Da habe ich das extra jetzt auch auf Dingens hier, wie heißt das hier? Trikotstoff, was auch immer, ihr wisst, was ich meine. So Sportsynthetik drucken lassen. Und das ist ganz gut geworden. Das ist, ja, schick. Steht mir auch ganz gut, sag ich mal. Ja. Und endlich mal grün, endlich mal schön grün. Das Grüne steht ja gut. Das Gelbe wäre nie so toll gewesen, aber grün, wieso ist eine schöne Farbe. Electric Devil ist doch rot, ja. Orange auf schwarz, jetzt ist es doch grün auf schwarz. Ja. Was meinst du mit gelb jetzt? Ja, dein Herz schlägt doch gelb. Mein Herz schlägt gelb, ja. Ne? Und Cleo auch hier übrigens, das ist aber Mammutmarsch. Halstuch. Cleo schlägt kein BVB-Halstuch. Würde Klee aber auch stehen, auf jeden Fall. Ja, liebe Peter ist ja schon seit einigen Wochen jetzt mit seinen neuen Schuhen unterwegs. Hat er die gleichen Mammutmarschschuhe, hätte ich fast gesagt, jetzt hier für Langstrecken. Laufschuhe sind das ja eigentlich, keine Wanderschuhe wie ich. Ich habe ja heute meine Wanderschuhe an und er hat heute die Hoka Bondi 7 an. Bist du genug zufrieden? Ja, die letzten Touren als problemlos, die ich damit absolviert habe. Also keine Blasen an den Fersen irgendwie oder sowas? Oder? Ja gut, die letzten Touren waren jetzt, was waren das, 10, 12 Kilometer. Ne? Ja. Also nö, heute ist ja mal eine größere Tour, ne? 22,5 heute. Aber bis jetzt, 10 Kilometer haben wir hinter uns und ich muss sagen, bis jetzt läuft alles gut. Ja, toll. Keine Probleme. Freut mich. Ist auch die Farbe, ne? Die ist so ein bisschen, triggert mich so ein bisschen, aber na gut. Ne? Mich freut das auch. Nicht, und, nicht so outdoor-kompatibel. Aber bedanken sich ja wieder. Ja, liebe Leute, wir sind gerade so zufällig drauf gekommen, ne? So typisches Männerthema. Man muss ja immer irgendwie ein Messer dabei haben in der Natur, ne? Wofür auch immer. Und ich habe natürlich mein großes Schweizer Taschenmesser dabei. Und Peter sagt natürlich, ja, das habe ich doch auch hier, mein kleines Schweizer mein großes Taschenmesser. Und ganz wichtig, für die, wenn man unterwegs ist, ne? Hier, Datensicherung, USB-Stick. Vom Feinsten. Und, ganz wichtig, ich könnte ja was unterschreiben im Hotel oder sowas, ne? Mich einchecken, ja, natürlich ein Kuli, ne? Genau. Und für Nachtwanderungen hier ist auch hier mit. Der Jörg hat auch sein Schweizer Taschenmesser dabei. Das ist, ne? Also wieder so ein Thema gefunden hier. Messer. Tippitoppi. Wieso Hotel einschreiben? Ich dachte, du machst einen Hängematten-Test. Ja, ich weiß ja nicht, wo du mich hinführst, später in Hamburg und so. Hier übrigens gleich der Silbersee. Wir kommen an Silbersee, an einen von den drei Silberseen. Wir suchen jetzt den Schatz im Silbersee. Nein, aber es ist ja hier eine Kiesgrube, die Silberseen bei Dölmhaltern hier unterwegs sind. Und da vorne kommt noch eine Infotafel, mal eben gucken, an welchem wir hier gelandet sind. Und da soll gleich auch wohl eine Sitzgelegenheit kommen mit Tisch, dass ich ein bisschen was zu essen zaubern kann für die anderen beiden und für mich natürlich auch. Vielleicht auch für Cleo. Der Silbersee 3. Alles verboten. Man steht da, was ist mit Sandabbau? Ja, genau, ist ja eine Kiesgrube. Aber kochen mit dem Trangia stand kein Verbot. Dann kann das ja was werden.
Was ihr gerade entfernt im Nebel gesehen habt, ist Deutschlands größte Photovoltaikanlage. Deutschlands größte schwimmende Photovoltaikanlage. Hier auf dem Silbersee 3, der alten Kiesgrube. Und mittlerweile sind wir gut 14 Kilometer hier unterwegs. Und da vorne kommt jetzt die Sitzgelegenheit mit Tisch. Da gibt es was zu beißen. Ein bisschen Hunger habe ich auch schon. Und hab gehört, hier Peter ist ja auch ohne Frühstück heute Morgen, weil wir so früh gestartet sind. 10 Uhr ist ja auch echt früh am Morgen. Wann stehst du denn immer auf am Wochenende? Spät. Offensichtlich. Wenn du mal 50, ne? Dann kann man nicht so lange liegen. Ich habe ja schon gearbeitet. Gestern bis spät in die Nacht mal Video fertiggestellt, heute online gegangen. Stimmt, hä? Jetzt hier den Tag, wo wir jetzt die Tour unternehmen hier, hat Peter sein Video von seinem, wie heißt das Gerät? Der Grill? Outdoor-Grill. Vorgestellt und er dreht gleich noch ein Video hier. Hängematten-Test. Bin mal gespannt. Doch was? Grünstein schneiden kann ich. Und dann lässt du vielleicht was anbrennen. Oder ich mache die Witterung und ich mache Jury. Aber ich will ja nicht. Ja, frisch gestärkt, jetzt hier jeder 2 Brötchen mit je 2 Würstchen, macht 4 Würstchen, 12 Würstchen habe ich dann gegrillt, gerade mit Röstzwiebeln. Und jetzt gibt es hier, guck mal, tippitoppi. Oh, Bratapfellikör. Gibt es noch einen Fruchtsaft, Bratapfellikör, ich dachte, wir kriegen noch hier Vitamine. Selbstgemacht. Oh. Auch noch. Leute, hier wird man verwöhnt. Ich sag's euch, macht YouTube, dann lernt ihr nette Leute kennen und kriegt ihr selbstgemachten Bratapfellikör. Aber hallo. Prost. Grüßchen. Mmh. Ja. Marzipanig, ne? So ein bisschen. Mmh. Ja. Herrlich, danke. Lecker. Noch mehr? Danke, danke. Sofort warm ums Herz. Auf einem Bein kann man nicht stehen, ne? Ja, einer mehr. Ja, liebe Leute, jetzt haben wir auch ein Dreiviertelstündchen da gesessen. Und dann kühlt man so ein bisschen aus, wenn man nicht mehr in Bewegung ist. Mittlerweile Temperatur noch, glaube ich, schon wieder weit unter Null, ist richtig frisch geworden. Mit den dicken Handschuhe angezogen. Und jetzt geht es weiter hier letzten. Ja, was sind es dann noch? 14 waren es, 22 wären es, 6, 8 Kilometer. Also 1,5 Stunden hier durch den Naturpark Dülm. Ist doch Naturpark, doch nicht Drohne fliegen hier. Dachte ich ja am Silbersee, dass das hier Industriegebiet ist, weil es ja ein Baggersee ist. Aber nee, Naturschutzgebiet, kein Drohne fliegen. Und hier geht's weiter. Ist ja heute richtig idyllisch, die Tour hier im Naturpark Dülm. Mittlerweile sind wir, glaube ich, wieder im Landkreis Coesfeld angekommen, nicht mehr im Landkreis Recklinghausen. Und hier am Ferienpark Dülmener See sieht es im Sommer eigentlich ganz anders aus. Auch die Straße hier rauf, alles voll Autos. Und der Jörg hat gerade schon gesagt, immer, das halbe Ruhrgebiet ist dann immer hier. So als Naherholungsgebiet sozusagen für das Ruhrgebiet. Aber wir genießen das heute hier. Ziemlich allein unterwegs zu sein, hier und da mal ein Wanderer oder ein Spaziergänger mit dem Hund. Und wir. Auch mit Hund. Das ist jetzt mal ein gutes Beispiel hier für die Stadt Duisburg. Ne, Harry, du weißt, was ich meine, wenn ich die Rinne hier für die Fahrradfahrer sehe. Da kann man nämlich ein Rad hochschieben. Und in Duisburg ist die dann halb so schmal und das halbe Gelände ist im Festhalten noch drüber verbaut. Also von daher sieht das hier so aus, als ob das ein Radfahrer geplant hat. Musik.
Rinder nennt man ja auch Fleckvieh, weil die halt Flecken haben und verschieden dann aussehen dementsprechend mit den Flecken drauf. Aber so richtig, also ich weiß nicht, ob das jetzt an dem Schnappes von gerade lag hier. Das sieht doch so aus, als ob die einen Pullover anhat, oder? Ja, und in dem Teil des Münsterlands jetzt ganz neu hier an der A43, man hört das Rauschen im Hintergrund, das Knotenpunktsystem. Es geht jetzt mittlerweile auch schon auf 16 Uhr zu, wird dämmerig, und nach 16 Uhr ist es mittlerweile auch schon dunkel hier, fast Mitte Dezember. Und das ist für so eine Action-Cam, ich filme ja mit der GoPro Hero 11, auch immer so eine Herausforderung, dann noch ein brauchbares Bild zu filmen. Ich habe jetzt ein bisschen mit der Belichtungskorrektur rumgespielt und schau mal, ne, ob ich das hier euch zeigen kann, ob das geworden ist bei den Lichtverhältnissen oder ob das Rauschen des Krisseln zu stark geworden ist. Mit den Bändchen da dran, die alle locker baumeln lässt. Hast du ein bisschen was, so Wolfgang Petri Gedächtnisrucksack. Ja, schon klasse, ne? So ein Wildpark, wo man durchlaufen kann hier in Dülm. Ja, liebe Leute, nach gut 6 Stunden, knapp 6,5 Stunden und 22, irgendwas Kilometer sind wir jetzt wieder am Startpunkt hier in Dülm, am Ausgang, Eingang Wildpark angekommen. Ich hoffe, man kann es auch sehen hier in der Dämmerung mit der Belichtungskorrektur. Wir haben auch den Weg gleich nach Hause vor uns. Peter hat schon ein bisschen Fußauer. Mal gucken, ob wir mit seinem E-Abda-Heile ankommen. Aber ich möchte noch mal ganz herzlich bedanken jetzt beim Jörg hier für die tolle Tour heute, für die Strecke, die du uns da vorbereitet hast. Gerne. Und war richtig nett, haben uns nett unterhalten. Hat richtig Spaß gemacht. Und wenn wir dürfen, würde ich sagen, komm noch mal wieder, Peter. Ne? Ja, so, ich wollte dir noch danken für das tolle Essen, was du gezaubert hast. Genau, stimmt. Sehr lecker. Ich habe Essen gezaubert, genau. Ja? Also auch noch mal vielen und Dank. Glühwein hatten wir. Und danke für die Geschenkübergabe. Ja, bitteschön. Die Tasse. Gerne. Guck mal, sind wir uns gegenseitig hier unendlich dankbar. Glühwein, einen kleinen Absacker. Dann war es auch eine tolle Tour. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Dem es gefallen hat, gerne Daumen noch oben da lassen. Wer noch nicht hat, auch gerne den Kanal abonnieren. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Swobo. Ciao. Soll ich noch tschüss sagen? Nein. Ich bin auch kein Bock mehr. Nein. Ich will nach Hause auf die Couch.